Genau, Voltatraining habe ich jetzt auch gerade gemacht und ich muss sagen, der Elias macht so gute Fortschritte, das ist so krass. Also, ich weiß nicht, ob es am Voltatraining liegt, aber ich bilde es mir jetzt auf jeden Fall ein, weil. And it won't come easy, but I know it's worth the fight. And I will run across the rivers anywhere with you. I won't give up. Take my chances and I will follow you. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, das ist das Hilfsmittel, wenn beide gleichzeitig Hunger haben. Und das funktioniert ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Alltagsvlog von uns. Ich bin gerade am Füttern, der Milan, mein Gott, ich kriegen schon die Kinder immer durcheinander. Der Elias hat ziemlich lange geschlafen und jetzt haben wir Gott sei Dank es hingekriegt, dass sie einen Rhythmus haben. Also jetzt gerade, natürlich nicht jeden Tag. Und ich hoffe, ich kann das jetzt den Tag über beibehalten. Wird aber schwierig, sobald einer wieder länger schläft als der andere, ist schon wieder raus. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Oh, manchmal, ne, da weißt du auch nicht. Mach ich die Kamera an und laber einfach drauf los. Ich habe übrigens mir eine Haarverdichtung machen lassen, dass die Leute auf Instagram, die mir da folgen, haben das wahrscheinlich mitbekommen, weil meine Haare einfach von der Struktur her so dünn geworden sind über die letzten Jahre, dass es mich so abgenervt hat und ich nur noch Zopf trage und ich gesagt habe, ey, ich mache jetzt eine Haarverdichtung. Und ich bin eigentlich gar kein Fan von Extensions, weil es mich immer stört und ich bin im Moment echt mega happy und zufrieden. Ich habe die Haare allerdings noch nicht gewaschen, weil ich darf sie erstmal ein paar Tage nicht waschen. Morgen erst und bin gespannt, wie ich damit klarkomme, aber bis jetzt finde ich es echt mega schön. Also es ist genau die Haarlänge, die ich auch habe, einfach nur verdichtet. Und die Tapes, die sehen so aus, ich kann euch das mal zeigen. Hier oben sitzt nämlich einer ziemlich hoch. Wenn man das sehen kann, das ist wie so geklebt, nennt man das. Die sind auch sehr, sehr flach und stören auch überhaupt nicht. Also echt cool. Ja, wäre schöner, wenn ich mein Gesicht dazu auch irgendwie passend schön geschminkt hätte oder was Schönes angezogen hätte, aber ihr wisst ja, Gammel Look every day. Und was ist heute geplant? Es regnet leider, weil eigentlich wollte ich auch nochmal einkaufen gehen. Ich glaube, das fällt ins Wasser. Oh, mein Telefon klingelt. Ich habe nämlich heute Morgen schon versucht, eine Location zu finden für den Geburtstag für meinen Mann. Moment, Telefon, wer war das? Oh, der Gärtner hat angerufen. Den rufe ich jetzt gleich zurück. Der ist super nett. Wir haben echt einen tollen Gärtner gefunden, der uns den Garten schön macht im neuen Haus. Ich habe heute Morgen schon mich gekümmert und nach einer Location für meinen Mann gesucht. Die suche ich ehrlich gesagt schon seit Monaten und das ist echt so, so schwierig. Er wird 35 und wollte seinen Geburtstag ein bisschen größer mal feiern, weil wir machen ja immer nur die Kindergeburtstage groß und unsere gehen dann immer so ein bisschen unter. Und hat gesagt, dieses Jahr hat er einfach Lust, seinen Geburtstag auch mal schön zu feiern, was ich auch voll verstehen kann. Und ja, ich kümmere mich da eigentlich drum. Aber locationmäßig ist es so, so schwierig, was zu finden. Und dann ist vieles einfach so krass überteuert, das ist echt der Wahnsinn. Ja, mal gucken, was wir jetzt finden. Ansonsten gehen wir uns eine Location angucken. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Und er hat gemeint, na, vielleicht machen wir dann mit Hüpfburg und so für die Kinder. Und dann habe ich gesagt, ey, dann ernst? Dann haben wir wieder Kindergeburtstag. Und dann gehen die Leute um 8 Uhr nach Hause, wenn sie mit den Kindern kommen. Dann hast du keine Party oder so, was du ja eigentlich willst. Also ist es besser, glaube ich, dass wir das mal ohne Kinder machen, dass wir nur Erwachsene feiern und die Kinder bei Oma und Opa zu Hause lassen. Besser. Ich habe es heute noch nicht aufgeräumt, aber ich bin in diesem Trockenblumenfieber. Überall habe ich diese Trockenblumen jetzt mittlerweile stehen. Ich finde die einfach so, so schön. Und gucke noch nach anderen. Ich glaube, hier sind vielleicht ein bisschen zu wenige drin. Aber die gefallen mir richtig, richtig gut. Da hatten auch ganz viele gefragt, wo ich die her habe. Ich bestelle die tatsächlich bei Amazon. Also dieser Strauß hier, den habe ich von meinem Bruder bekommen. Den hat er online mir bestellt. Da habe ich eine Seite entdeckt gehabt. Aber die Pampasgras-Gräser da in Weiß, die habe ich von Amazon noch mit dazu gesteckt. Und es fragen mich ganz viele nach den Vasen. Eigentlich war die große von Westwing und ich wollte unbedingt noch mehr Vasen davon haben. Die waren aber ausverkauft. Jetzt habe ich genau die gleichen bei Amazon auch gefunden. Ihr müsst einfach nur eingeben, Vase beige. Ich kann es euch sonst auch mal in die Infobox packen, wenn ich dran denke. Die sind so, so schön und ich habe da noch eine kleine bestellt. Ich glaube, die ist gerade gekommen, weil die Post kam. Das ist Milan, seine Spardose übrigens. Der hatte sich neulich Spielzeug gekauft. Dann ist er, dann muss er an sein Sparschwein. Ich glaube, hier ist nämlich die kleine Vase dran. Ich wollte nämlich noch mal eine kleine und dachte, dass ich die dann austausche und dass ich überall einheitliche Vasen habe. Das finde ich irgendwie schön, obwohl diese auch sehr schön ist. Okay, oh mein Gott, wie klein ist die denn bitte? Scheiße. Oh, ich dachte, die wäre größer. Ich packe die jetzt mal aus, aber die ist ja echt mini.
Naja, egal, dann habe ich sie wenigstens einheitlich. Ja, also das ist die kleine. Naja, aber für die Blume hier vorne, glaube ich, auch trotzdem ganz passend. Ich mache die gerade mal hier rein. Ja, macht sich trotzdem hier ganz gut. Der Trockenstrauß, den finde ich nämlich auch super schön. Den habe ich geschenkt bekommen von einem Werbepartner von mir zum Geburtstag. Den finde ich auch richtig schön. Ich habe gedacht, dass sie ein bisschen größer ist wenigstens, aber gut. Egal. Also es war eigentlich die Größe wie von der hier. Die ist auch total toll. Die habe ich von Pure Velvet. Und die ist sogar noch größer. Schaut mal. Ein bisschen mini ist hier schon. Ich muss sagen, vom Preis her, das lohnt sich kaum, die zu kaufen, weil die größere Größe macht gar nicht so viel Unterschied. Also dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine bestellt, die größere zu nehmen. Elias ist zufrieden mit seiner Banane hier. Hat er schon wieder fast ganz ausgesaugt. Denn ich mache mal wieder einen Bananenkuchen und habe hier gerade Banane zerstampft. Die muss ich noch ein bisschen feiner zerstampfen. Und dann läuft auch schon wieder der Thermomix, denn ich mache Brei. Ich habe wieder Möhrchen geschnibbelt für die Kinder. Und dachte, ich mache noch einen Bananenkuchen. Ich kriege nämlich auch später Besuch. Ey, wie das aussieht, ne? Ich will nicht sagen wie, aber ihr wisst wie. Ja, aber ich bin süchtig nach Bananenkuchen, Leute. Ich weiß nicht, ich liebe Bananenkuchen. Das ist so einfach. Ja, das mache ich jetzt schnell. Solange die Baby so gut schläft. Und dann ist mein kleiner Elias dran für seine nächste Volta-Einheit, ne? Ja, dann machen wir Volta-Training. Ja, oh Mann. So, mein Brei habe ich fertig, mein Bananenkuchen ist fertig. Wo ist er denn? Hier. Ein bisschen dunkel geworden, ne? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch ein bisschen zu lange dran, ne? Mache ich noch ein bisschen Puderzucker drauf und, was soll ich denn jetzt sagen? Genau, Volta-Training habe ich jetzt auch gerade gemacht und ich muss sagen, der Elias macht so gute Fortschritte, das ist so krass. Also, ich weiß nicht, ob es am Volta-Training liegt, aber ich bilde es mir jetzt auf jeden Fall ein, weil die Problematik beim Elias war ja, dass wenn ich ihn auf den Bauch drehe und seine Ärmchen nicht nach vorne nehme, er das nicht alleine schafft. Also er konnte nicht seine Arme nach vorne nehmen und sein Popo ging immer in die Höhe, wie bei so einem Neugeborenen. Und jetzt, seit gestern ist es so, schafft er das super alleine. Also er macht auch direkt nach der Übung selber seinen Kopf schon hoch, was er auch machen soll. Das hat er auch die ganze Zeit nicht gemacht. Und wenn ich ihn umdrehe oder sich selber umdreht, kann er ganz alleine seine Arme nach vorne kriegen und seinen Kopf nach oben nehmen. Ich freue mich gerade voll. Also richtig, richtig toll. Und er ist auch total happy und stolz. Also man merkt es auch, dass es ihn zufriedenstellt, weil er war immer sehr frustriert, dass er das nicht konnte. Also scheinbar mache ich die Übung doch richtig, weil ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass ich die Übung irgendwie nicht richtig mache oder so. Es gibt manchmal aber Tage oder ja, eine Übungseinheit, wo er dann nicht mitmacht. Also wo er sich einfach nur hinlegt und nichts macht, weil es ist halt sehr anstrengend und er schwitzt auch immer ziemlich stark. Das ist so süß, denn Elias, ey. Das ist halt wirklich so ein hartes Workout für die Babys. Und manchmal will er nicht und dann legt er sich einfach hin. Clever, ja. Naja, ich habe jetzt hier noch ganz viel zum Spülen dann. Von meiner Backaktion. Das ist übrigens meine neue Schüssel, die ich von Ikea mitgenommen habe. Die finde ich so, so schön. Da habe ich ja auch noch die große von. Ich hatte euch das bei Insta schon gezeigt, aber ich weiß nicht, jeder hat Instagram. Die sind irgendwie aus Bambus und ich finde die so hübsch, diese Schüsseln. Und ich habe gerade voll das schöne Riesenpaket von Douglas bekommen. Mit einer Naked Palette. Ich habe es noch gar nicht alles ausgepackt. Mit Setting Spray von Urban Decay. Also voll die coolen Sachen. Voll lieb, ey. Auf jeden Fall, das Setting Spray liebe ich auch sehr. Das kaufe ich mir auch selber immer. Da gab es nämlich letztens nur die kleine Größe. Deswegen geil. Dann habe ich jetzt wieder ein großes. Ohne Setting Spray geht bei mir gar nicht. Und ganz viele Sachen kommen zu Eva auch. Muss nachher mal gucken, was das alles ist. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen fertig gemacht. Ich muss jetzt gleich den Milan abholen gehen. Ich warte aber auf meine Freundin, denn die hat gesagt, sie ist so lieb und kommt ein bisschen früher, passt auf die Zwillinge auf und ich kann den Milan abholen gehen, dann muss ich den nicht mitschleppen. Also die beide zu tragen, da fällt mir auch echt der Arm ab mittlerweile, das ist echt heftig. Und manchmal klappt es, dass ich sie ganz kurz im Auto lasse, aber ich mache das immer sehr, sehr ungern. Und ich fahre fast nie mit den beiden den Milan abholen. Gott sei Dank ist entweder meine Mama da und passt auf, dass ich ihn holen kann oder keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich sie Gott sei Dank nicht so oft mitnehmen, aber ab und zu. Und es sind auch immer ständig viele Kinder krank im Kindergarten, deswegen nehme ich sie auch so ungern mit, weil natürlich die Kleinen dann immer kommen und die anfassen und ja, die haben jetzt noch nicht so das gute Immunsystem, deswegen nehme ich die wirklich nicht so gerne mit. Ja, ich warte jetzt eigentlich auf meine Freundin, die muss jetzt jede Minute reinkommen und dann ja, gönnen wir uns mal einen Bananenkuchen, den muss ich dann auch aus der Form rausholen, die Mäuse schlafen. Ich habe jetzt noch ziemlich lange mit denen gespielt. Die haben den Brei sehr, sehr gut gegessen. Voll cool. Also jetzt schmeckt er den auch, wo ich das endlich mit dem Thermomix jetzt hingekriegt habe. Mit dem Rezept, was ich habe. Das habe ich mir übrigens draufgespielt, weil viele nach dem Rezept gefragt haben. Also es gibt spezielle Babybrei-Rezepte beim Thermomix. Und ich habe die mir einfach nur über Cookidoo jetzt hier draufgeladen, falls es auch jemand machen möchte.
ja, ich finde, es erleichtert einem immer vieles. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch nicht meine Haare gewaschen. Ich hatte keine Zeit. Jetzt habe ich ein bisschen Trockenshampoo reingesprüht. Mein Ansatz kommt auch wieder so schnell raus. Ich muss schon wieder die Ansätze bald färben. Es geht immer so schnell irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt einen schönen Nachmittag mit den Kindern zusammen. Was ein Abturn, der ist mir hier in der Mitte voll zusammengesackt, ey. Ja, ich denke, er schmeckt trotzdem, aber das sieht gerade nicht so geil aus. Und vielleicht habe ich so viel Bananen dran, ich weiß nicht. Tut mir voll das Loch. Oh Mann, ey, ich würde... Naja, egal, hat's auch schmeckt. Der Milan ist letztens voll auf diesen Schokokuchen hier abgegangen. Deswegen habe ich den wieder gekauft. Der liebt diesen Schokokuchen. Der ist auch schön saftig. Den habe ich für die Kinder sonst auch nochmal gekauft. Falls mein Bananenkuchen nicht ansprechend sein sollte. Oh Mann. Ich habe mich saulange nicht gemeldet. Wir haben die ganze Zeit gequatscht und die Kinder haben gespielt. Dementsprechend sieht es jetzt oben aus und wir müssen jetzt alles aufräumen. Also wir alle zusammen. Ich zeige es euch mal. Es ist wunderschön wie immer. Das Chaos. Das ist ein Traum, ne? Ja. Okay. Kannst du mal zusammen... Milan, wo bist du denn? Milan, der wo ist denn der? Auf. Wo ist der Milan? Der ist im Arbeitszimmer. Was? Milan? 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 Hä, ja, der ist ja nicht. Ach da! Milan, aufräumen, aber schnell. Komm, bitte aufräumen, auf. Nein. Doch, wir räumen jetzt alles zusammen auf. Komm, dann geht's schneller. Meine arme kleine Vivi hat so Schnupfen, dass ich ihr jetzt eine Zwiebel schäle und ans Bett stelle. Stinkt zwar wie die Hölle, aber hilft tatsächlich, um durchzuatmen. Ich habe ihr auch schon mehrmals die Rotze abgesaugt und Barbies auf den Schlafsack gemacht. Ich habe auch ein Spucktuch nass gemacht und übers Bett gehängt, dass sie ein bisschen feuchte Luft hat. Aber nee, die kriegt überhaupt keine Luft und jetzt probier es mit der Zwiebel. Bisschen Nasentropfen habe ich ja auch schon rein, aber ja, die Arme, die quält sich richtig. Ich hoffe, das hilft jetzt ein bisschen. Hi, mein Lieben, es ist ein Tag später. Ich bin gestern Abend auf der Couch schon eingeschlafen und habe vergessen, mal wieder mich zu verabschieden. Übrigens habe ich heute das erste Mal meine Haare mit den Tape-Extensions gewaschen und es hat ehrlicherweise richtig gut funktioniert. Ich hatte echt Angst davor und dachte, oh mein Gott, das kriege ich nicht hin oder es verheddert sich alles, weil ich ja naturkrauses Haar habe. Aber nein, es war super easy und nicht viel mehr Aufwand wie sonst. Wollte ich nur mal am Rande gesagt haben, weil viele gefragt hatten. Ich habe da jetzt nur spezielle Shampoo bekommen, ohne Parabene und Weichmacher und so ein Kram. So, damit die Extensions halten und nicht sich lösen. Genau, ja. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten, weil da viele Interesse dran hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so bis jetzt denke ich mir nur, warum habe ich es nicht früher gemacht? Weil ich bin schon echt lange unzufrieden mit meinen Haaren, weil die so, so dünn sind in den Spitzen immer. Und jetzt sehen die wieder schön gesund und voll aus. Ich habe halt, wie gesagt, nur eine Verdichtung, keine Verlängerung. Meine eigenen Haare sind so lang. Voll krass eigentlich, weil die sahen nie so lang aus, dadurch, dass sie immer abgebrochen waren. Und ja, ich mache mich jetzt ans Bearbeiten von diesem Video, denn es ist jetzt Samstagabend und Sonntagmorgen geht das Video ja online. Und ich hoffe, ich kann euch nächste Woche endlich mal wieder mit auf die Baustelle nehmen. Da sollen eigentlich die Fenster kommen. Ja. Die sollten sogar diese Woche schon eventuell kommen, kamen sie aber nicht. Ich hoffe jetzt, dass sie nächste Woche wenigstens kommen, dass da endlich mal was passiert. Und auch der Gärtner sollte heute eigentlich anfangen und da kam auch was dazwischen. Bisschen blöd, aber ich hoffe, dass da jetzt sich endlich was tut und ich euch, wie gesagt, mitnehmen kann. Und ja, genießt den Tag und das restliche Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss!